So, hi. Ich habe gedacht, ich rede heute über unsere Definition von uns selbst, weil ich glaube, dass unsere Definition von uns selbst der entscheidende Faktor ist in Bezug auf das, was wir erreichen oder nicht erreichen. Ja? Es beginnt immer mit unserem Selbstbild. Und dieses Selbstbild, das glauben wir zu haben. Ja, wir stehen vor dem Spiegel und erzählen uns schöne Sachen, aber im Hinterstübchen läuft ein ganz anderes Programm ab. Ich habe heute ein nettes Gespräch mit jemandem gehabt und der hat immer wieder gesagt: Jedes Mal, wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf. Ich bin einer, jedes Mal, wenn der hinfällt, steht er wieder auf. Was steht dahinter? Dass es jemand ist, der immer wieder hinfällt. Und ich sage nicht, dass wir nicht unsere Hopperlas haben, aber wenn ich diese Überzeugung über mich selbst habe, dass ich jemand bin, der immer wieder hinfällt, damit er immer wieder aufstehen kann, falle ich eben erstmal immer wieder hin. Und das wird zu einem ja, Programm, das wir ganz unbewusst immer weiter manifestieren. Also überlegt euch gut, was ihr über euch selbst denkt. So, ich wäre gespannt von euch zu hören. Vielleicht habt ihr Lust zu kommentieren. Was ist das, was ihr immer wieder über euch selbst erzählt? Das ist oft ein sehr guter Hinweis darauf, was ihr tatsächlich über euch denkt. Also wie das, ich bin jemand, der steht immer wieder auf, wenn er hinfällt. Gibt noch so viele andere Sachen, der zum Beispiel, ich bin jemand, der ist einfach nicht beziehungskompatibel. Ja. Und trotzdem sucht man halt nach einer Partnerschaft. Also es sind diese zwei Stimmen, die in uns sprechen. Die eine Stimme ist das, was wir nach außen bringen. Und die andere Stimme ist das, was im Hinterstübchen läuft. Und oft erkennen wir an solchen Phrasen, die wir dreschen, was im Hinterstübchen läuft. Ja? Also, ich kenne so viele Menschen, die zeigen sich nach außen mit einem gewissen Bild. Also, das ist so, wie sie gerne gesehen werden möchten. Gleichzeitig im Gespräch enthüllen sie, was sie tatsächlich über sich denken. Ja? Und ich kann immer wieder sehen, dass dieses, was sie im Hinterstübchen über sich denken, das Ding ist, was sie immer wieder manifestieren. Ja? Also, so bei der Definition von uns selbst müssen wir Folgendes bedenken. Wir sind ja hier auf diese Erde gekommen, wir sind geboren worden ohne eine Definition von uns selbst. Die Definition von uns selbst, die wir uns irgendwann konstruiert haben und die wir immer weiter ausbauen, zu der wir Sachen zufügen, basiert sehr, sehr oft auf den Programmierungen, die wir abgekauft haben, also dem, was andere über uns erzählt haben, wie andere uns gerne hätten und wir versuchen, das dann zu erfüllen, was andere an uns kritisieren und das nehmen wir als real. Ja? So, lasst uns erstmal anerkennen, dass wir einer Programmierung unterliegen, die durch andere erfolgt ist und wir haben irgendwann dann so ein Gesamtbild von uns selbst uns konstruiert, dem wir glauben. Gleichzeitig möchten wir ja Dinge erreichen, die vielleicht jenseits dieses Selbstbildes sind. Also zum Beispiel, ich habe in der Überschrift, ging es um Geld. Also wenn ich ein wohlhabender Mensch sein möchte und aber gleichzeitig Gedanken habe oder auch immer wieder Phrasen dresche, sozusagen, die dem widersprechen, zeigt es, dass mein Unterbewusstsein mir selbst gar nicht glaubt, dass ich wohlhabend sein möchte. Ja? So, also wie wir uns definieren, sorgt dafür, was wir manifestieren. Wenn wir jetzt etwas anderes manifestieren möchten, als das, was wir glauben
zu sein. Also ich glaube nicht, dass ich ein wohlhabender Mensch bin. Ich möchte das zwar, aber ich sehe immer wieder in meiner Welt, dass das Gegenteil dessen passiert, was dazu führt, dass ich wohlhabend werde. Muss ich erst mal beginnen, mich selbst neu zu definieren. Also es nutzt dann gar nichts, wenn ich Affirmationen rede, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und mich versuche, von irgendwas zu überzeugen. Solange ich mich selbst nicht als diesen wohlhabenden Menschen sehe, werde ich keinen Wohlstand definieren. Also eine neue Definition von uns selbst ist die Voraussetzung für das, was wir manifestieren wollen, was jenseits dessen ist, was wir über uns selbst glauben. So, und ich will jetzt hier gar nicht so großartig in die Tiefe gehen, aber ich hätte gern, dass ihr da mal ein bisschen reinguckt für euch selber, weil das kann schon sehr, sehr, sehr viel nützen. Ja? Guckt euch einfach mal an, was glaube ich wirklich über mich selbst? Was sage ich immer über mich selbst? Ob das jetzt ist, ich bin immer unpünktlich oder ich bin ein Rebell oder was könnt ihr noch so über euch sagen? Ich bin immer diejenige, die übersehen wird. Ja, was immer es ist, schaut euch genau an, was ihr über euch glaubt. Und ihr könnt feststellen, was ihr über euch glaubt, wenn ihr dem zuhört, was ihr über euch sagt. So, en passant, im Gespräch. Ja? Nicht, wenn ihr vorm Spiegel steht und sagt, so jetzt manifestiere ich mich als diese Person. Nee, nee, das sind so die Kleinigkeiten, die ihr immer wieder überseht. Was sagt ihr im Gespräch über euch? Das gibt euch Aufschluss darüber, was ihr wirklich über euch selbst denkt. Und dann wisst ihr, wie ihr euch definiert. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn das, was ihr sein wollt, was ihr haben wollt, nicht da ist. So, beginnt damit zu erkennen, was ihr wirklich über euch glaubt im Unterbewusstsein. Und das erkennt ihr eben dadurch, wenn ihr euch zuhört, wie ihr mit anderen redet. Und wenn ihr das mal erkannt habt, dann könnt ihr euch fragen, so wenn ich das nicht mehr wäre, was wäre ich dann stattdessen gern? Und das gilt es dann zu erforschen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich die Person wäre, die ich wirklich sein will? Die wohlhabende Person, die Person, die gelassen ist, die friedlich ist, die nicht mehr auf alles reagiert und getriggert wird. Die Person, die ihrer inneren Stimme folgt, die genau weiß, was richtig und was falsch ist in jedem Moment, die automatisch handelt, ja, die Geld anzieht, wann immer sie es möchte, die Menschen in ihr Leben holt, die sie lieb haben und die sie lieb hat. Ja, Menschen, die ihr beitragen und denen sie beitragen kann. So, achtet auf eure Konversationen. Achtet auf die Stereotypen, die Phrasen, die ihr drescht. Was sagt ihr über euch? Ich kenne das selber bei mir so gut. Ja, ich habe so viele Phrasen über mich gedroschen. Ich bin der einsame Wolf. Ich brauche niemanden. Ja, Menschen sind nicht gut für mich. Ich brauche nur die Natur. Ja, was passiert dann? Man wird ziemlich allein. Ja, man kann es ändern. Ja, wenn wir erkennen, dass wir Dinge über uns glauben, die sehr oft damit zu tun haben, was andere über uns gesagt haben oder wo wir Strategien entwickelt haben, um etwas zu vermeiden, um Schmerz zu vermeiden. Einfach nur erkennen, was sage ich über mich, was bedeutet das? Und dann das zu verändern. Also, wenn ihr Dinge in euer Leben manifestieren wollt, wenn ihr etwas erreichen wollt, wenn ihr Erfolg haben wollt, in was immer ihr euch wünscht, ja, was immer für euch Erfolg ist, erkennt erstmal, was ihr wirklich über euch glaubt. Dann werdet euch bewusst, okay, das ist meine Definition von mir selbst. Kein Wunder, dass ich immer das manifestiere, was ich eigentlich gar nicht will. Ja? Und dann geht es darum zu erforschen, was ich sein will. Und wie es dann weitergeht, das erzähle ich euch in meinem dreiteiligen Seminar, das am 9. April beginnt, das heißt erfolgreich beginnt im Kopf. Und da geht es dann wirklich darum, wie können wir, nachdem wir mal erkannt haben, wie wir uns sehen und erkannt haben, wie wir sein wollen, wie können wir von da aus weitergehen.
Und eigentlich ist es alles gar nicht so schwer. Weil wenn wir mal bedenken, wir machen das die ganze Zeit. Ja? Wir haben unser Selbstbild, unsere Definition von uns selbst und entsprechend dem funktionieren wir, manifestieren wir. Wenn wir das jetzt mal einfach begreifen, so easy wie es ist, ja, dann können wir anfangen, unsere Definition von uns selbst zu verändern. Wir können beginnen, unserer neuen Definition zu glauben und dann genauso automatisch manifestieren, was dazu passt. Also ich wäre wirklich gespannt auf eure Reaktionen. Ich bitte euch zu kommentieren. Wie seht ihr euch und passt das zu dem, was ihr manifestiert? Und freue mich auch, wenn ihr das Video teilt, weil ich denke, so viele haben nicht das Ding im Kopf, dass sie erstmal sich selbst verändern müssen. Ihre Definition von sich selbst, um dann ihre Realität zu verändern. Also es beginnt immer mit uns, mit unserer Definition von uns selbst. So fängt's an. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wenn ihr Lust habt, beim Seminar dabei zu sein, ich poste den Link dann in den Kommentaren. Habt noch einen wunderbaren Abend.